BAD-Podcast. Hallo, Sie hören den BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und unser Thema ist heute gesunde Führung auf Distanz. Warum wir dieses Thema heute haben, ist, dass Corona eine gewisse Entwicklung beschleunigt hat, nämlich, dass immer mehr Unternehmen standortübergreifend arbeiten oder aber auch in hybriden Projektteams, bei denen nur einige Mitarbeitende vor Ort sind. Sprich, wo Aufgaben erledigt werden, spielt immer weniger eine Rolle. Und dabei stellt sich eine spannende Frage: Wie nämlich sieht gesunde Führung in dieser neuen Arbeitswelt aus? Welche Kompetenzen müssen Führungskräfte mitbringen? Und wo sind aber auch Grenzen gesunder Führung? Über dieses Thema sprechen wir heute mit der BAD-Expertin Martina Umlauft. Sie ist studierte Arbeits- und Organisationspsychologin. Herzlich willkommen, Frau Umlauft. Schön, dass Sie heute da sind. Danke, dass ich dabei sein darf. Meine erste Frage lautet, Frau Umlauft, Führung virtueller Teams in neuen Arbeitswelten. Was heißt das eigentlich genau? Ja, neue Arbeitswelten bedeutet ja in erster Linie ein durch die Digitalisierung und Automatisierung und den entsprechend neuen Möglichkeiten der Vernetzung auch ein neues, anderes Miteinander bezüglich der Arbeit. Ja, aufgrund der Pandemie sind Entwicklungen ja extrem beschleunigt worden, auch gerade in der Digitalisierung. Allerdings genau vorherzusagen, wie diese neuen, anderen Arbeitswelten aussehen werden, ist eigentlich nur schwer möglich, da sich viele Bedingungen hier sehr schnell und ständig ändern. Die Wissenschaft, die beschreibt in diesem Zusammenhang das sogenannte VUCA-Prinzip, also neue Arbeitswelten unterliegen der Volatilität, also der Unbeständigkeit, der Unsicherheit, der Komplexität und der Ambiguität, also der Mehrdeutigkeit. Das heißt also, in Zukunft oder die Zukunft ist ständigen Anpassungen unterworfen. Können Sie einmal aus Ihrer beruflichen Erfahrung bei BRD beschreiben, wie Unternehmen auch schon vor der Pandemie und jetzt währenddessen mit diesen neuen Arbeitswelten umgegangen sind? Wie haben die darauf reagiert, auf diese neuen technischen digitalen Möglichkeiten? Der Umgang mit neuen Arbeitswelten ist natürlich vor allem durch die Pandemie geprägt. Ich möchte zunächst mal ein Beispiel aus meinem eigenen Unternehmen geben. Also nach einer anfänglichen durch die Pandemie ausgelösten Irritation und Unsicherheit sind wir dazu übergegangen, unsere Dienstleistungen, zum Beispiel Seminare und Vorträge und so weiter, komplett auf digitale Formate umzustellen. Besprechungstools wurden für jeden installiert. Das heißt also, man konnte oder kann jetzt in räumlicher Distanz wieder miteinander in den Austausch gehen. Also sowohl mit unseren Kunden als auch untereinander, also mit Kollegen und Kolleginnen. Der nächste Schritt ist und war natürlich die Anforderung oder die Herausforderung im Sinne von auch einem Qualitätsanspruch, genauso gut miteinander zu kommunizieren, mit Kunden, mit Kollegen, mit Führungskräften, wie in der persönlichen Kommunikation. Und wie das dann auch funktioniert, also dass man sich darüber Gedanken machen muss. Die Reaktion vieler anderer Unternehmen ist und war natürlich sehr ähnlich, wie auch bei uns. In erster Linie hängt es auch ein bisschen davon ab, wie ein Unternehmen damit umgeht, was es für ein Unternehmen ist. Das heißt, welche Vorerfahrung hat ein Unternehmen mit der Digitalisierung? Beispielsweise große globale Unternehmen haben in der Regel mehr Erfahrung und nutzen die Digitalisierung aufgrund verteilter Standorte schon wesentlich länger. Also ein ganz interessantes Beispiel ist hier vielleicht auch zu nennen, dass es hier, also hier in unserer Umgebung, zum Beispiel bei den großen Unternehmen, zu einer Art, wie soll ich mal sagen, Homeoffice-Boom geführt hat. Das heißt also, die Unternehmen belassen ihre Mitarbeiter auch jetzt noch komplett im Homeoffice. Das heißt also, dass ganze Bürokomplexe mittlerweile leerstellen, beziehungsweise, dass die abgemietet werden.
Für kleinere und mittlere Unternehmen oder auch Sozialunternehmen, die jetzt weniger Vorerfahrung haben mit der Digitalisierung, ist der Sprung in die neue Welt natürlich ein höherer, würde ich mal sagen. Aber auch hier sehen wir, dass nahezu überall digital technisch aufgerüstet wurde und wird. Der Anspruch allerdings, ebenfalls gut zu kommunizieren, miteinander in den Austausch zu gehen, wie im Präsenten, stellt aber für alle, also für uns, für große, globale, für kleine, für soziale Unternehmen, die gleiche Herausforderung dar. Und im Speziellen gilt das natürlich auch für Führung. Also virtuelles Führen, Führen auf Distanz, muss den gleichen Ansprüchen nach guter, und wir nennen das gerne gesunder Führung, standhalten wie Führen im Präsenz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, dass viele Mitarbeitenden eines Teams in einem Unternehmen dann von zu Hause arbeiten oder wo auch immer in der Welt, sprich digital zusammenarbeiten. Was macht das mit Führung und überhaupt mit der Zusammenarbeit in einem Team? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ja, ein wichtiges oder großes Kennzeichen oder Herausforderung ist es natürlich, es gibt keine zufälligen Begegnungen mehr. Also zufällige Begegnungen, wo man Informelles besprechen kann. Ja, das gilt für die Teams, das gilt aber auch für die Führung und die Führung mit den Teams. Eine weitere Herausforderung ist, dass sich Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden versachlicht. Dadurch steigt zwar die Effizienz der Meetings, aber viele klicken sich von einem Meeting zum nächsten und die Zeit für den informellen Austausch bleibt dabei auf der Strecke. Führen selber heißt aber auch Beziehungsaufgabe. Ein wirklich wichtiger Hebel, da die Bindung durch die physische Distanz mit der Zeit nachlässt. Durch die räumliche Distanz steigt natürlich aber auch die Flexibilität und die Selbstbestimmtheit der Mitarbeitenden, also was definitiv auch zugelassen werden muss, auch untereinander im Team, ja, bedeutet aber auch auf der anderen Seite, die Kontrollmöglichkeiten zum Beispiel der Führungskraft nehmen ab. Und im Grunde ist da ein entsprechender Führungsstil gefordert, der sich durch Vertrauen kennzeichnet, also als ein wichtiger Ausgleich zu der räumlichen Distanz. Gibt es da jetzt in diesen virtuellen digitalen Arbeitswelten komplett neue Anforderungen an Führungskräfte, wie sie also gesund führen können? Gesunde Führung oder beziehungsweise überhaupt Führung kann man aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir als Gesundheitsunternehmen betrachten Führung vor allem unter dem gesundheitlichen Aspekt. Das heißt, Führung ist ein wesentlicher Gesundheitsfaktor, der einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeitenden hat, aber natürlich auch ist gesunde Selbstführung wichtig und wesentlich. Und die Selbstführung muss halt eben auch bei der Betrachtung mit einbezogen werden. Wir führen beispielsweise Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durch, wo sich in quantitativen Analysen eine hohe Wichtung von Führung zeigt. Das heißt also, dass das Führungsverhalten auch ein wesentlicher Faktor für Gesundheit und für Arbeitszufriedenheit ist. Die Anforderungen nach gesunder oder die Anforderungen der gesunden Führung in Distanz ist vielschichtig. Nehmen wir mal das Beispiel Körpersprache in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Da zeigen sich die Schwächen des Virtuellen gerade da, wo das Körperliche fehlt. Also Emotionen und Nähe werden im Wesentlichen durch körperliche Anwesenheit vermittelt. Und im virtuellen Gespräch funktioniert das intuitive Lesen der Körpersprache nicht mehr oder nur bedingt. Auch die weiteren Kanäle, über die Menschen unbewusst kommunizieren, wie Mimik, Gestik, Stimmlage, funktionieren virtuell deutlich schlechter. Viele Informationen gehen bei der Übertragung dabei verloren. Und dadurch entsteht ein sogenannter Resonanzverlust. Das heißt also, das unbewusste, kontinuierliche Mitlesen der Gefühle und Gedanken des Gegenübers nutzen die Menschen normalerweise im analogen Gespräch intuitiv, um sich aufeinander einzustellen.
Gefühle werden hier gespiegelt oder in der Luft hängende Gedanken aufgegriffen. Also man geht miteinander so in Resonanz, was dazu führt, dass sich der Gesprächspartner wohlfühlt und zueinander Vertrauen entwickelt werden kann. In der virtuellen Kommunikation zum Beispiel und in Videokonferenzen, Besprechungsformaten, kann es da irgendwie zu Eingrenzungen kommen oder Flaschenhalseffekte. Um die begrenzten Kapazitäten nicht so überzustrapazieren, beschränkt man sich oft auf die Darstellung des Kopfes zum Beispiel, ja, ein kleiner Bildausschnitt oder schalten Mikrofone ab oder mit Sprechpausen sind stumm. Und man bemüht sich, nacheinander zum Beispiel zu sprechen. Letztendlich ist das aber eine sehr abgehackte Kommunikation, ein Kommunikationsprozess, und der birgt die Gefahr, dass die Beziehungsebene dadurch beschnitten wird und die Konzentration sich allein auf das Sachliche beschränkt und weniger auf mein Gegenüber. Das heißt also, auch hier kann Vertrauen verloren gehen. Und auch das Gefühl der Sicherheit ist da, der Gesprächssicherheit, der Sicherheit in dem, was ich sage, welche Rückmeldungen ich bekomme und so weiter, nicht mehr gegeben. Das Gleiche gilt auch für den Führungsprozess. Um gut und gesund zu führen, muss eine Beziehungsebene aufgebaut werden, die Vertrauen, ein Sicherheitsgefühl schafft, auch motiviert. Das heißt, es darf nicht allein auf der Sachebene verblieben werden. Frau Umlauft, noch eine kurze Nachfrage dazu, was die Kommunikation anbelangt. Können Sie hier vielleicht nochmal, wenn man sich jetzt einen typischen Arbeitstag mal anschaut, einmal kurz beschreiben, wie so quasi als Quick Win für eine Führungskraft wie die in virtuellen Arbeitswelten gut mit ihren Mitarbeitern kommunizieren können? Also virtuelles, gesundes Führen ist Beziehungsaufgabe. Das heißt, es geht nicht um den Austausch von Sachinhalten. Also vielmehr müssen Räume für Begegnungen, für gemeinsames Erleben und so weiter geschaffen werden, in denen Vertrauen und Sicherheit aufgebaut werden kann. Und auch Grundbedürfnisse der Mitarbeitenden wie Anerkennung und nicht alleingelassen zu werden, brauchen ebenfalls Berücksichtigung. Und gerade in der virtuellen Führung sollte ein Großteil der Arbeitszeit darin investiert werden, alles zu berücksichtigen und vielleicht einmal mehr in die Kommunikation, also in den Austausch zu gehen. Für einen typischen Tag könnte das bedeuten, dass es eine gut strukturierte Regelkommunikation gibt. Ja, das heißt auch, klare Kommunikationsregeln müssen aufgebaut werden. Das heißt, also als Beispiel hier mal genannt, nur eine Person spricht im virtuellen Raum. Wortbeiträge werden durch virtuelles Handheben erfolgt. Fragerunden werden eingestreut in einem Meeting. Aber auch Körpersprache, auch in einer virtuellen Besprechung, kann und sollte betont werden. Also zum Beispiel visuelle Zeichen des Zuhörens werden bewusst eingesetzt. Man blickt in die Kamera, ja, oder auch ganz interessant, dass man seine Hände sichtbar macht, weil das ist auch ein Zeichen der Aufmerksamkeit. Und auch noch, was auch sehr wichtig ist, immer wieder Feedback geben. Im virtuellen Raum kann das zum Beispiel durch Emojis erfolgen, ja, wenn man, oder halt eben man fragt explizit immer wieder nach. Also es braucht dazu gesicherte Kommunikationsregeln, die allen bewusst und klar sind. Zudem braucht die Führungskraft oder benötigt sie Moderationskompetenzen, da im virtuellen Raum eher der Moderator, der Mentor, der Ermöglicher oder jetzt gegendert, moderierend als
Mentorin und Ermöglicherin gebraucht wird. Welches Medium eignet sich denn aus Ihrer Sicht da besonders, wenn es um die persönliche Kommunikation, um das Wohlbefinden der eigenen Mitarbeitenden geht? Nutzt die Führungskraft da am besten das Telefon oder lieber doch die Videokonferenz? Generell muss man sagen, dass bei medialer Kommunikation es immer zu über sogenannten Übertragungsverlusten kommt. Wie bereits erwähnt, durch die erschwerte Dekodierung der Körpersprache. Denn Kommunikation basiert auf einem wechselseitigen Rückkopplungsprozess zwischen zwei Menschen. Und durch Rückfragen und Reaktionen des Gegenübers wird deutlich, ob die gesendete Botschaft richtig angekommen ist. Und durch diese Rückkopplungsschleifen entsteht stückweise ein gemeinsames Verständnis. Das heißt, wenn ich sehen kann oder alle meine Kanäle zur Verfügung habe, habe ich die Chance, schneller zu diesem gemeinsamen Verständnis zu kommen. Je weniger Face-to-Face-Kommunikation möglich ist, also hier auch in der virtuellen Führung, desto stärker wächst die Notwendigkeit, reichhaltig zu kommunizieren. Also, dass es möglich ist, Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation transportieren zu können. Und das gelingt mir natürlich über Videokommunikation wesentlich besser als über das Telefon. Also von daher ist die Antwort ja, visuelle, mediale Besprechungsformate sind dem Telefon vorzuziehen. Zahl des Tages. Und hierzu habe ich ganz aktuell eine veröffentlichte Studie gefunden von Rico Europe, ein weltweit führender Anbieter für kommerziellen und industriellen Druck und aber auch Produzent von Digitalkameras. Die haben 1500 Führungskräfte in Europa befragt und das Ergebnis fand ich hier sehr spannend. Das Thema Homeoffice scheint ambivalent zu sein. Einerseits, und so interpretiere ich die 35% Zustimmung für das Homeoffice, interpretiere ich so, dass die Möglichkeit besteht, konzentriert zu arbeiten. Und zum Beispiel, dass man weniger Störungen durch Kollegen hat. Auch die Work-Life-Balance kann sich unter Umständen verbessern, da ich viel weniger Zeit in Auto, Bus und Bahn verbringe. Und somit kommt da auch eine ökologische Perspektive mit rein. Also, dass es ein Vorteil sein kann. Auf der anderen Seite, also die 39% nicht so engagiert im Homeoffice zu arbeiten, interpretiere ich so, dass hier auch die Risiken gesehen werden. Welche Risiken können das sein? Zum einen haben die Mitarbeitenden weniger persönliche, soziale Kontakte außerhalb der Familie. Oder auch informelle Treffen zwischen Kollegen und Kolleginnen sind deutlich erschwert. Informelle Kontakte, persönliche Kontakte sind allerdings ein großer Faktor zur Arbeitszufriedenheit und zur Gesundheit. Und ein weiterer Punkt, Arbeiten im Homeoffice benötigt viel Selbstorganisation und Selbstführung. Bei einem, nennen wir es mal, nicht gesunden Selbstführung kann es ganz schnell zu einer Entgrenzung kommen. Das heißt, man arbeitet weit über die vorgegebenen Arbeitszeiten hinaus und Freizeit und Arbeit verschwimmen. Das Gefühl, keine Grenzen mehr zu haben, löst Ängste und Belastungen aus. Also insofern kann ich die Ergebnisse der Studie gut nachvollziehen. Was ich sehr spannend finde in der aktuellen Zeit, weil ich es eben auch selber miterlebe, ist ja, jeder organisiert sich auch anders. Sprich, wenn man jetzt nicht ins Büro kommt, dann muss man sich ja irgendwie zu Hause organisieren, sich quasi selbst managen, sich selber irgendwo auch führen, auch wenn man keine Führungskraft ist. Wie kann das jetzt aus Sicht der Führungskraft gelingen?
Wir haben so gesehen zwei Perspektiven. Einerseits, wie führe ich mich selbst als Führungskraft? Auf der anderen Seite, wie schaffe ich es als Führungskraft, meine Mitarbeitenden bei der gesunden Selbstführung zu unterstützen? Grundsätzlich gilt, dass es um Sensibilisierung für die eigene Gesundheit geht und Bereitschaft zur Selbstreflexion. Eine Balance zwischen Belastung, Anpassung und Entspannung sollte gehalten werden. Das heißt, Führungskräfte haben hierbei eine Vorbild- und eine Aufsichts- und Schutzfunktion ihren Mitarbeitenden gegenüber. Strategien zur Selbstführung differenzieren sich in kognitive, emotionale, verhaltensbezogene und physische Selbstführung. Das heißt, man sollte sich klare Ziele setzen und bewusst die eigene Motivation bzw. die Gefühle versuchen zu steuern. Also das Umfeld entsprechend zu gestalten, gegebenenfalls das eigene Verhalten anzupassen und für die eigene körperliche Gesundheit zu sorgen. Beispiele für die Umsetzung sind unter anderem Unterbrechungen vorzubeugen, für störungsfreie Zeiten zu sorgen. Mit leeren Schreibtischen und To-Do-Listen zu arbeiten, ja, Unsicherheiten entgegenzuwirken, indem man zum Beispiel vertraute Muster nutzt und für Absprachen sorgt. Bezüglich der physischen Selbstführung ist es hilfreich und sinnvoll, zum Beispiel für ausreichend Schlaf zu sorgen, damit kein Schlafmangel entsteht. Das mal so als Beispiele genannt. Social Media. Kommen wir noch zu einer weiteren Rubrik, die wir gerne hier einstreuen möchten. Unsere Social Media Perle haben wir es genannt. Und zwar habe ich bei LinkedIn bei einem Coach folgenden schönen Satz gelesen, der da lautet: Es gibt keine gesunde Mitarbeiterführung, es gibt nur eine gesunde Selbstführung und deren Wechselwirkungen. Wie sehen Sie das? Führungskraft gesund selber führen kann. Also zum Beispiel für mich keine Entgrenzung der Arbeitszeiten zulasse, fällt es natürlich meinen Mitarbeitenden auch wesentlich leichter, nicht in die Entgrenzung zu gehen. Hier sieht man zum Beispiel die Wechselwirkung. Ja. Das zeigt aber auch die Vorbildfunktion, die eine Führungskraft hat und vor allen Dingen im virtuellen Raum wesentlich ist. Weiterhin gilt es auch für das Mindset bei virtueller Führung. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel das Vertrauen. Vertrauen ist zentral und entscheidend beim Führen auf Distanz. Neben der Beziehungspflege, wie ich ja bereits vorher erwähnt habe, gehört aber zur Führung natürlich auch die Sachaufgabe. Also alles, was zur Produktivität beiträgt, also letztlich das Managen, ja. Im virtuellen Raum, also wo kein unmittelbarer Kontakt zu den Mitarbeitenden da ist, ist Vertrauen bei einem Erfüllen der Sachaufgabe natürlich elementar. Also diese innere Haltung wie Vertrauen hat einen direkten Einfluss darauf, wie die Führungskraft den Mitarbeitenden sieht und wiederum direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden. Und auch hier wieder die Wechselwirkung ist zu sehen. Ja, und insofern würde ich sagen, ich stimme zu. Der Satz des Coaches ist schön. Letzte Frage an Sie, Frau Umlauft, und damit auch ein kurzer Ausblick in die Zukunft. Und hierzu will ich Ihnen auch noch eine weitere Statistik geben, und zwar vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Die haben jetzt ganz aktuell im August 2021 veröffentlicht, dass 28% aller deutschen Beschäftigten im Homeoffice arbeiten und rund 60% dieser Leute Homeoffice als hilfreich und als wenig oder nicht belastend wahrnehmen. Kann man daraus schließen, dass Führung auch weiterhin und damit nachhaltig virtuell bleibt?
Naja, ob man das daraus schließen kann. Also ich denke, es ist davon auszugehen, dass ein Anteil von Führung virtuell bleiben wird. In welchem Umfang natürlich ist schwer vorherzusagen. Dafür spricht, dass der Anteil von virtueller Führung groß ist oder groß bleibt, ist der wirtschaftliche Vorteil, den das Arbeiten im Homeoffice den Unternehmen bietet. Also hier, wie bereits schon mal erwähnt, zum Beispiel die Büroabmietungen von den Unternehmen oder auch die Minimierung der Reisekosten, die durch Homeoffice entstehen. Ja. Und wenn jetzt darüber hinaus über die Hälfte der im Homeoffice Beschäftigten diese Arbeitsform als hilfreich empfindet, spricht dies natürlich ebenfalls für eine Etablierung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Allerdings ein Kennzeichen der neuen Arbeitswelt ist ja, dass sich alles immer schneller, immer weiter ändern wird. Ja. Allerdings, eins scheint es aber sicher, ne? Das ist, dass Zukünftiges vorherzusagen zunehmend schwieriger wird. Ja, also von daher schauen wir mal, was sich wie etablieren wird und wie unsere Zukunft in der neuen Arbeitswelt aussehen wird. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Umlauft, für das Gespräch. War sehr spannend. BRD bietet eine neue Webinarreihe namens Remote Leadership Führen 4.0 an. Teilnehmer erfahren hier, wie gesundheitsfördernde Kompetenzen und Haltungen in der virtuellen Führung aussehen können. Informieren Sie sich jetzt dazu auf unserer Internetseite. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wir hoffen, dass Sie uns bald wieder hören. Bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.